Als ich die Idee hatte, ein Halloween-Bild zu malen für euch, gehörte es nicht zur Überlegung, dass daraus eine Speed-Challenge wird, aber das wird es jetzt wohl anscheinend. Halloween steht vor der Tür, also wird es Zeit für ein passendes, gruseliges Gemälde. Und ja, es herrscht ein wenig Zeitdruck. Ich habe nämlich nur 4 Tage Zeit für dieses ganze Projekt. Ich weiß, nicht sehr gut durchdacht von mir. Halloween war doch auf einmal etwas schneller da als erwartet. Aber gut, hey, mein Name ist Schleier und ich lade jeden Dienstag kreativen Kunst-Content hoch. Wenn du keines dieser Videos verpassen möchtest, dann kannst du gerne abonnieren. Und wenn du Lust hast, mich zu unterstützen, kannst du auch gerne dieses Video liken. Wenn du dir allerdings noch nicht so sicher bist, ich erinnere dich im Laufe des Videos nochmal daran. Aber gut, beginnen wir. Irgendwie gehe ich richtig auf in Stress. Ich weiß nicht, ob das gut und gesund ist, aber wenn ich viel zu tun habe und immer weiß, was noch vor mir liegt, ich liebe das einfach. Solange es Sachen sind, die mir Spaß machen wie malen. Wenn es jetzt irgendwie Lernen für eine Klausur in der Schule wäre, dann sitze ich einfach nur rum und starr die Wand an. Aber ich möchte euch gerne zeigen, was ich bestellt und besorgt habe. Einmal das hier und das hier, das werde ich nutzen, um meine Leinwand zu bauen. Denn ja, natürlich werde ich auch eine Leinwand bauen in den nächsten 4 Tagen. Ich habe die Skizze noch nicht gemacht, das werde ich gleich machen. Aber ich habe einfach das Gefühl, bei der Idee, die ich aktuell habe, sieht eine große ovale Leinwand am edelsten aus. Und ich habe einfach nirgendwo eine gefunden. Ich war gestern bei meinem Papsi zu Besuch. Er ist ein kleiner Heimhandwerker und er hatte mir einige Ideen und dieses Holz geboten, was super lieb ist. Nicht schlecht. Okay, zuallererst möchte ich ein paar Vorlagen sammeln. Ich habe schon ein paar, aber ich möchte das ein bisschen erweitern. Und zwar gehe ich dafür am liebsten auf Pinterest und schaue mich einfach um nach Bildern, die mich für das Bild heute inspirieren. Sowohl von der Farbe, der Komposition und der generellen Idee. Die Idee, die mir aktuell im Kopf rumschwirrt, ist das einer Frau natürlich. Wir müssen ja on brand bleiben. Und sie ist im Wasser und ihr kompletter Körper unter dem Wasser ist ein Skelett und alles da drüber ist Mensch. Sinn einer Vorlage ist es nicht immer, alles eins zu eins zu kopieren. Man kann den Bildern auch einfach kleinere Sachen entnehmen, die einem gut gefallen und das dann alles zu einem guten Bild zusammen frankensteinen. Ich zeige euch mal kurz mein Pinterest-Board und was ich mir darunter vorstelle. Also, diese beiden Bilder sind Ideenvorlagen. Auch gefallen diese beiden Bilder mir vom Farbton. Bei ihr mochte ich den Körper. Ihr Gesicht fand ich besonders toll und diese Augen haben mir auch super gut gefallen. Jedenfalls die Wimpern davon. Dann wollte ich ja, dass sie unter Wasser ein Skelett ist, deswegen habe ich mir noch eine Skelettvorlage rausgesucht, damit ich da ganz genau gucken kann, wie das anatomisch korrekt aussieht. Die Schädel unten im Wasser habe ich mir natürlich Schädel rausgesucht. Dann wollte ich noch, dass sie so ein bisschen geistlich aussieht unter Wasser, deswegen habe ich ein paar Geistervorlagen rausgesucht. Diese Vorlage habe ich für die Haare, diese hier für den Wasserspiegel und später habe ich die hier noch hinzugefügt, die ist jetzt bei der Skizze nicht dabei. Das ist Seetang, glaube ich, für Unterwasser. Mit diesen ganzen Vorlagen habe ich dann mit der Skizze angefangen. Ich habe alles einfach in meinem Kopf zusammengepuzzelt und immer die Vorlage rausgesucht, die gerade am hilfreichsten für die jeweilige Stelle ist, die ich zeichne. Okay, ich habe einige Bilder gesammelt, die mich sehr inspirieren und ich würde sagen, ich öffne jetzt einfach Procreate und fange an mit einer simplen Skizze. Wenn du eine digitale Skizze machst, würde ich dir wirklich empfehlen, das so gut wie möglich auszuarbeiten. Vor allem, wenn es so eine Idee aus dem Kopf ist, aus dem Gedächtnis. Und wirklich in dieser Skizze schon Schatten- und Lichtverhältnisse einzubauen und mit den Farben herumzuspielen und zu schauen, was dir am besten gefällt. Und wenn du am Ende ein großes Bild malst und mittendrin bemerkst, oh, dieser grüne See sollte doch lieber einfach was bläulicher oder türkiser wirken, ist das eine Riesenarbeit, die man in einer Zeichen-App innerhalb von Sekunden ändern kann. Nach vielen, vielen Versuchen und langer Überlegung habe ich mich dann für dieses Endergebnis entschieden. Es tut mir leid, dass ich am Ende nicht mehr so viel aufgenommen habe, aber es wurde spät, ich hatte Rückenschmerzen, die Kamera war voll. Ich wollte mich einfach ins Bett legen und dort weiterzeichnen. Hallo! 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 Okay, ich bin fertig mit der Skizze. Wir haben mittlerweile 20 vor 11. Und bevor es gleich ins Bett geht, werden wir das Ganze erstmal übertragen. Um
Um das Holz richtig zuzuschneiden, haben Simon und ich uns am Abend den Beamer geschnappt und das Bild auf das Holz übertragen. So ist es nämlich viel einfacher, diese ovale Form am Ende rauszubekommen, als wenn man alles ganz penibel abmisst. Da ich das Holz am Ende mit Leinenstoff bespannen möchte und nicht auf dem Holz malen will, werde ich aus dem Holz wirklich nur einen Rahmen machen und keine große Fläche, damit die Leinwand insgesamt nicht zu schwer ist. Dafür habe ich mir noch mein Lineal geschnappt und 5 cm versetzt vom ersten Rand parallel dazu einen zweiten Rand gezeichnet. Und das sollte dann am Ende wirklich dieser Rahmen werden. Okay, es ist einiges passiert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, wie ihr seht. Ist mein Brett nicht einfach ein Brett mehr, sondern eine stabile Leinwand oder ein stabiles Leinwandgerippe. Ich weiß gar nicht, wie man das Holzteil nennt. Lasst mich euch aufklären. Ich bin heute Morgen zu meinem Papa gekommen und habe ihn gefragt, ob ich seine Werkstatt nutzen kann und seine Apparatur. Und ich habe gefragt, wie ich das am besten angehen soll. Denn er hat schon einiges an Erfahrung. Weil er angefangen hat zu erklären. Am Anfang war es noch so, okay, alles klar. Und dann hat er weiter und weiter gesprochen und dann... Ich habe ein bisschen Bammel bekommen, weil ich sowas noch nie wirklich gemacht habe. Deswegen hat mein guter alter Herr das für mich ausgeschnitten. Ich darf schleifen. Also ein bisschen habe ich daran gemacht, aber ich hätte es halt auch nie so schön hinbekommen wie er. Ich meine, guckt euch das mal an. Es ist perfekt. Jetzt ist es auch ein kleines Familienprojekt geworden. Das ist jedenfalls meine Ausrede für meine Angst. Wie ihr seht, haben wir uns dafür entschieden, das Ganze aus einem Stück zu machen mit dem Querstreben, damit es was stabiler ist. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier einen dickeren Rahmen. Das war eine Tortur. Wir haben dafür all das hier abgeschliffen. Denn wenn ihr euch mal normale Leinwände anschaut, oder besser gesagt gute Leinwände anschaut, da, wo der Stoff liegt, auf der Seite ist nur eine ganz, ganz, ganz kleine Auflagefläche, wie hier in diesem Fall, damit sich das Holz nicht durchdrückt auf dem Stoff. Ist mir auch erst aufgefallen, als ich mir ein Tutorial angeschaut habe und daraufhin meine guten Leinwände und meine weniger guten Leinwände. Und dann ging es dran, die Leinwand zu spannen. Ich habe letztes Jahr zu Weihnachten diese Rolle bekommen mit vorgeprimtem Leinwandstoff und die rolle ich dafür aus. Anstatt über Geschenkpapier einfach eine größere Fläche grob abzuschneiden, messe ich ganz genau ab, wo ich meinen Stoff durchtrenne. Das Holz hat eine Stärke von 2 cm und wie bereits vorhin gesagt, hat der Rand eine Breite von 5 cm. Damit man den Stoff gut um die Leinwand drumlegen kann und am Ende auch noch ein bisschen was vom Holz sieht, habe ich mich dafür entschieden, den Stoff 5 cm breiter zu machen als die Malfläche am Ende. Ach, und dann ging es ans Spannen. Wie gesagt, ich mache das hier zum ersten Mal. Und ich hatte auf jeden Fall meine Schwierigkeiten am Anfang. Aber dieser Schritt hat so viel Spaß gemacht. Es ist super wichtig, den Druck auszugleichen. Also wenn die Leinwand rechts am Rahmen befestigt wird, muss man danach die linke Seite befestigen. Dann oben, dann unten und immer parallel versetzt so weitermachen, damit der Stoff am Ende nicht schief ist oder irgendwelche Falten schlägt. Die Kurven waren am Anfang auch ein bisschen tricky, aber wenn man einfach bisschen für bisschen vorgeht, nicht mit den Nadeln geizt und kleine Täschchen faltet, hat man am Ende eine passable Leinwand. Geduscht und bin jetzt nass, deswegen die Mütze. Die Leinwand ist mittlerweile trocken und jetzt werde ich die Skizze mit meinem... Oh, ich habe mir gerade das Gesicht damit geschlagen. Ich bin ziemlich müde. Aber ich wollte für morgen schon mal die Skizze draufpacken, damit ich morgen direkt loslegen kann. Ich liebe es, meinen Beamer zu nutzen für so umfangreiche Bilder. Meine Meinung zum Abpausen oder besser gesagt explizit zum Beamen seiner Vorlage ist ein bisschen anders als bei manch anderen Leuten. Ich finde nämlich nicht, dass ein Beamer ein gutes Tool ist für Anfänger, sondern ein hilfreiches
To-List für Fortgeschrittene. Lasst mich erklären. Wenn du Probleme beim Übertragen von Bildern hast, dann nutzt du bitte wirklich jede Möglichkeit aus, um es zu lernen. Ob man lernt es nur, indem man es macht. Was ätzend sein kann, ich weiß, aber so ist die Welt nun mal. Wenn man den Beamer nutzt, macht man keine Fortschritte. Man lernt rein gar nichts. Und du wirst nicht besser. Eine Ausnahme wäre wirklich vielleicht, wenn man es so macht wie ich hier in diesem Fall. Also, dass man die Skizze schon gezeichnet hat, also da schon sein Häufchen an Wissen gesammelt hat, bevor man dann den Beamer nimmt, um sich ein bisschen Zeit zu sparen. Aber trotzdem, komplett ohne Abpaushilfen, ist die Lernkurve einfach am besten. Und ich kann es auch jedem raten. Ich bevorzuge es auch am liebsten, meine Skizzen komplett selber zu erschaffen. Nur habe ich leider Deadline. Und bei diesem Bild hatte ich wirklich Angst, dass ich es sonst nicht schaffe. Ich habe mir einen Smoothie gemacht zum Frühstück und bin jetzt fertig mit der Skizze. Ich weiß, ich habe gestern schon die Skizze... Ja, mein Mund ist noch sehr müde. Ich habe den Morgen damit verbracht, die Skizze nochmal nachzufahren mit weißer Acrylfarbe, weil sie sehr leicht war. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass wenn ich da zu viel mit meiner Hand drüber gehe, dass ich den Bleistift wegwische. Hat nur 10 Minütchen gedauert. Ich bin also ganz froh, dass ich das gemacht habe. Auf jeden Fall ist mir ein Problem aufgefallen. Und zwar sehen ovale Leinwände zwar cool aus, aber die sind sehr wobbelig, weil die keine große Auflagefläche haben. Ja. Das wird unangenehm beim Malen. Aber ich komme wohl nicht drum rum. Ich hoffe heute, den ganzen Hintergrund fertig zu kriegen. Ich möchte unbedingt mit ihrem Gesicht anfangen. Aber ich sollte schlau handeln und zuerst den Hintergrund machen. Es ist der nächste Tag. Ich habe gestern den Hintergrund auch fertig gemacht. Ich glaube, ich habe bis 3 Uhr morgens gemalt. Dementsprechend habe ich auch etwas später heute in den Tag gestartet, aber ich war so im Flow. Ich konnte es einfach nicht abbrechen. Leider konnte ich auch nicht so viel filmen, weil es aber viel zu dunkel war. Irgendwie kriege ich das mit der Beleuchtung ja nicht so ganz hin mit der Kamera manchmal. Wenn das Bild so dunkel ist, wird es einfach komplett schwarz gemacht von der Kamera und alles drumherum ist hell. Keine Ahnung, aber das ganze Dunkel ist vorbei. Jetzt kommt das Helle, nämlich die Figur. Aber ich zeige euch erstmal, was ich gestern noch alles gemacht habe. Ich bin sehr stolz bis jetzt. Hier ist sie. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier die ganzen Schädel noch hinzugefügt. Und ich habe mich spontan dafür entschieden, ganz viele Pflanzen einzufügen. Ich wollte einfach, dass es richtig verlassen und ein bisschen eklig aussieht, aber trotzdem natürlich. Der Teich hier oben ist auch schon fertig. Und ich habe schon ein paar Lämpchen oben im Himmel eingebaut. Ich muss mich übrigens mal dafür entschuldigen, dass das ganze Video so dunkel geworden ist. Ich habe wirklich nur bis 10 Uhr morgens direktes Sonnenlicht und danach wird es immer dunkler und dunkler in diesem Raum. Auch mittlerweile ist es ja insgesamt ab 8 Uhr abends schon pechschwarz draußen. Wir tun jetzt einfach so, als wäre das eine aktive Entscheidung für die gruselige Stimmung in diesem Halloween-Video. Aber ich arbeite an meinen Lichtverhältnissen, also stay with me. So habe ich immer früh morgens angefangen mit dem Bild, aber es war ein so langsamer Prozess. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass ich mich ein bisschen zurückentwickle, was das Malen angeht. Oder besser gesagt, was die Geschwindigkeit beim Malen angeht. Ich war früher viel schneller, aber ich denke, das liegt auch vielleicht daran, dass ich halt mit der Zeit besser werde und vor allem kritischer. Ich habe hier zum Beispiel locker 5-mal ihr Gesicht neu gemalt. Nicht bis es okay oder gut war, sondern ich habe so lange weitergemacht, bis es
perfekt aussah in meinen Augen. Diese ganze Einstellung streitet sich dann natürlich auch mit der Tatsache, dass ich in jedem Video ein Bild malen möchte und diese Videos wöchentlich kommen. Aber zum Glück haben wir dann für die ganz, ganz großen Projekte, die länger als eine Woche brauchen, die Vlogs. Nächste Woche kommt übrigens wieder einer. Das einzige Problem allerdings bei Bildern, die länger brauchen, meiner Meinung nach, ist, dass sie länger brauchen. Das hört sich jetzt sehr komisch an, aber lasst mich erklären. Also, kennt ihr das, dass euch beim Malen neue Ideen einfallen, die euch viel besser gefallen als das, was ihr zurzeit malt? Und am liebsten würdet ihr das, was ihr im Moment am Malen seid, einfach kurz zur Seite legen und die andere Idee umsetzen, aber ihr macht es nicht, weil ihr ganz genau wisst, dass wenn ihr dieses Bild beiseite legt, dass ihr es nie fertig machen werdet. Ich würde sagen, typische Künstlerprobleme. Okay, aber tatsächlich bin ich noch gar nicht fertig, jetzt wo ich das hier gerade aufnehme. Das hier ist der Zwischenstand. Es ist auch jetzt so dunkel alles hier, super nervig. Ungelogen, es ist 2 Uhr mittags, ich weiß nicht, warum es so dunkel ist. Aber wenn ich mal kurz ehrlich mit euch sein darf, ich kann es nicht leiden, wenn Leute reinkommen, während ich male oder mir zusehen, während ich male. Ihr seid natürlich was anderes, denn ihr könnt halt nichts sagen. Oder mir Blicke zuwerfen. Ich höre halt erst, was ihr davon denkt, in den Kommentaren und dann ist das Bild fertig. Aber, bestes Beispiel, Simon kam hier gestern rein, also mein Freund, und der guckt sich das so an und ist so, wow, das ist super schön. Und dann habe ich gesagt, danke, aber es ist noch nicht fertig. Und der, was? Und ich, ja, da kommen noch Perlen hin. Und dann er wieder, oh, das will ich gar nicht machen. Es ist ganz perfekt, so wie es ist. Weniger ist mehr. Und jetzt bin ich nervös, weil ich werde es trotzdem machen, weil es eine coole Idee ist und ich finde, es fehlt noch das gewisse i-Tüpfelchen. Jetzt habe ich Angst, es zu ruinieren. Wisst ihr noch, dass ich euch am Anfang vom Video gesagt habe, dass ich euch daran erinnern werde, das Video zu liken und zu abonnieren? Das könnt ihr gerne jetzt machen, wenn ihr wollt, um mir virtuell eure Stärke zuzuschicken, damit ich den letzten Schritt jetzt noch meister. Schreibt mir übrigens, wenn ihr verkleidet geht dieses Jahr, als was ihr euch verkleidet. Ich habe nämlich noch gar keine Idee und es ist ja bald schon soweit. Und ich könnte ein paar eurer Tipps und Hinweise gerne und gut gebrauchen. Ich bin nämlich zu einer Kostümparty eingeladen und da kommt man nicht rein ohne Kostüm. Und ich will nicht langweilig sein. You and